Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Diablo 3 mit eurem Hellet Up und Und Yogi Freak. genau, wir waren hier gerade an der Höhle der Karsa. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Kasra? Kasra, der Yogi Freak hat mich auf neue belehrt und wir waren gerade schon im Kampf und da sehe ich auch schon neue Gegner und da gehe ich dann einfach mal wild drauf los. Ja, dann vernichten wir diese Gegner eben und dann sage ich mal, gehen wir auch direkt in die Höhle mal rein Das würde ich nämlich auch sagen. und kundschaften die aus. Ein Waldwesen und wir hatten hier ein, was war das? Ich glaube eine, Armbrust habe ich bekommen. Ich überlege jetzt gerade, was das für ein Gegner war. Hier ist noch ein Waldwesen. So, ist auch schon vernichtet. Meine Höllenhunde haben mir geholfen, aber die sind gerade bei der Explosion des Waldwesens gestorben. Oh. Jetzt muss ich erstmal 30 Sekunden warten, bis ich neue beschwören kann. Was ist denn eine Doppelaxt? Guck ich mir doch mal an. Eine Doppelaxt ist eine Axt auf beiden Seiten. Also, naja. Komm, wir gehen direkt mal rein jetzt hier, bevor noch mehr Gegner kommen. Genau. Höhle der Kasra. Tote Dorfbewohner. Mal wieder. Und neues Wissen. Das aktiviere ich dann noch mal eben. Dunkle Kultist. So, übrigens, vielleicht habt ihr es gemerkt, in dieser Folge ist dann endlich der Sound auch auf dem optimalen Zustand, hoffe ich zumindest mal. Falls nicht, dann meckert mal in den Kommentaren rum und sagt das. Wo ich diese Sorgen vergessen kann. Ja. Ansonsten oh, die wollen mich hier töten. Haben sie aber nicht geschafft. Es war schlecht von denen. So, neue Höllenhunde. Ach so, ich dachte, das wären Gegner. Nee, das sind meine Höllen. Oh, oh. Kultisten sind irgendwie keine Herausforderung. Nee. Irgendwie gibt's aber von denen irgendwie mehr als normale Menschen, die gut sind. Abenteuerliche Lederhandschuhe des Fokus. Und neues Wissen. Wer bist du? Die Höllenbrut sind Dämonen, die durch euch gehört? Ich glaube, ihr täuscht euch. Dennoch, ich beanspruche es. Magda. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Ah, sauber. Wir dürfen töten. Hui. Ich schieß einmal auf die, dann sind sie direkt tot. Ja. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Ja, ja. Es ist dort untergegangen, wo nur die uralten Wanderer dürfen. Ja, dann lassen wir uns mal altern und gehen dahin, würde ich vorschlagen. Ja. Witzig. Eine blutbeschmierte Truhe. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, du machst ja hier gerade wieder eine Müllhalde. Nö, nur eins. Ich sammle das eigentlich nicht rein. Aus. Ein. Bringt das Schwertstück zurück zu Kane. Obwohl, wir können ja eigentlich kommen. Wir machen Stadtportal hier. Hatte ich vergessen, dass es das gibt. Dann mach ich auch. Und tschüss. Komm, wir sprechen jetzt hier mal den Kane an. Wie etwa in den Händen dunkler Seelen, die einer Frau namens Magda gehorchten. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Oh. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Speicherpunkt. Und natürlich wieder die Quest beendet. Ich gehe nochmal zum Schmied und verballer mal ein paar Sachen. Herstellen. So. Krieg ich einiges an Essenzen. So, ich werde auch mal ein paar Essenzen ich herstellen. Habe 16 Essenzen, 16 feine Essenzen bekommen und
und 2 Zähne des Gefallenen. Ja, das ist gut. Packe ich mal in meine Truhe. So, ich guck gerade mal, was es hier noch so zum Zerstören gibt. Ja. Ich benutze da nichts jetzt. Ich werde mir nichts Neues herstellen, aber ich spreche schon mal hier die Lea an. Ja, da schauen wir mit, das kannst du gerne machen. Das nächste Bruchstück des Schwertes liegt dort, wo nur die Urahnen willkommen sind. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Nephalem. Dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserem Freund hier gehen und ihm helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Urahnen der Menschheit. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas herstellen kann. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen. Komm. Ja, einen Moment. Ist egal. Ich such grad noch irgendwas. Habseligkeiten des Schmieds. Ist nichts drin. Jetzt laufen mit 3 Höllenhunde hinterher, es werden aber nur 2 angezeigt. Ah ne, da kommt auch schon der dritte. Malma der Adepten. Ich würde mir jetzt nichts herstellen. Es bringt jetzt noch nichts. So, also wir können los. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen zu den Feldern des Elends. Da gehe ich dann auch mal eben schnell. So. Ich sehe auch gerade, ich werde auch gleich wieder leveln. Hoffentlich noch in dieser Folge. Und vielleicht sieht man's. Oder du. Ich habe jetzt einen so schönen Stab freigeschaltet. Mal gucken, was ich mit dem anstellen kann. Außergewöhnlicher Sichel liegt hier. Aha. Komm, wir müssen hierher, wo der Pfeil hin zeigt. Ach, hier waren wir schon mal. Also der hat wieder eine Quest für uns. Ich bin erledigt. Die Dämonenbrut. Haben wir das nicht schon mal gemacht, diese Quest? Ich glaube. Egal, machen wir nochmal ein bisschen EP. Es geht ja schnell, das war eine kurze Quest. Das sind wieder die Seuchennester. So. Und weg ist es. Das ging ja schnell. Ja, jetzt noch 2. Geht mittlerweile alles einfacher. Ja, das kommt, weil wir die Quest, glaube ich, schon mal gemacht haben und dann. So, ich helfe dir noch mal eben. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ja, genug Arkankraft. So, Ereignis abgeschlossen. Es gibt jetzt schön XP. So. Ich bin auch jetzt wirklich kurz davor, Level 11. Ich freue mich auch schon. So, komm, wir gehen jetzt wieder in Pfeil. Ach, da kann man nicht her. Das sind hier außen rum. Dem Pfeil entlang. Nee, da brauchen wir nicht hinkommen. Ja, oder doch, töten wir eben die Gegner. Ich habe die Gegner nicht gesehen, deswegen dachte ich. So, Waldwesen. So. Oh, nochmal. So. Weiter. Da folge ich dir doch mal. Und der Lea natürlich. Ein gestohlener Sack mit dem Tagebuch des Schufts. Oh, ich bin Stufe 11. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. In ihren Besitz gebracht. Eine Truhe. Haben nicht die leiseste Ahnung, was sie damit anstellen soll. Ich hingegen habe bereits so, eine komm. Ahnung, was ich mit ihrer Tochter anstellen soll. Jetzt hier zur alten Mühle. Ihr da. Hier ist ein Schuft. Sie versuchen, meine Freundin zu töten. Sie werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und ja. Okay. Was wollen Sie von Ihrer Freundin? So, mach doch einfach die Tür auf. Ja. Sascha. Mach auf. Boah, das will keiner wissen. Jetzt mach die Scheiße auf, Kind. Sprecht mit den Banditen. Mein Liebster wird mich retten. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt?
Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide. Ach, geht doch. Warum spart man sich das nicht einfach? Ich will die einfach nur. Lol. So, jetzt gleich. Das ging ja schnell. Jetzt kommen da noch mehr aus dem Haus. Also das geht ja wirklich schnell. Hä, hey, warum ist so ein... Der ist voll der Übermensch, der ist größer als die anderen. Fast drei Köpfe größer. Weg ist er. So, jetzt. Ja. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Ja, ja. Auf jeden Fall. Oh. Abenteuerlicher Kurzstab. Aber oh, der hatte viel dabei, das ist schon mal gut. Komm, wir sprechen wieder den Schuft hier an. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen. Oh, mit was für einer Scheiße labern die uns da voll, Kerl. Bestellen und Belger. Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Ihr wollt mit mir kommen? Ja, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weißt den Weg. Ja. Ich will aber vielleicht nicht, dass du mitkommst. Jetzt rennen mir 5 Leute. Naja, 5. Schon haben wir wieder einen neuen Freund gefunden. 5 NPCs rennen mit, naja. 3 Hunde und 2 Personen. Jetzt renne ich dir auch nochmal hinterher. Hier ist ein Wegpunkt. Und ein toter Dorfbewohner. Der sehr viel Gold dabei hatte. Ja, war bei mir nicht anders. Und was wird aus eurer Verlobten? Ja, keine Ahnung. Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Komm, wir begeben uns jetzt zum überfluteten Tempel der Nephalem. Ja, da unten. Und sprechen jetzt mit Alaric. Komm ich doch mal mit. Du musst Alaric der Wächter sein. Onkel Gerd hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Die ewige Wache. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein. Nö. Nein. Es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha. Also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur dem Nephalem gestattet ist. Richtig. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Cool. Oha. Auf zu den... Such zwei Gräber. Oh, hier kommt eine Brücke hoch. Die Ruhestätte, das ist cool. Ja. Die Krypta der Urahnen. Speicherstand. Beschafft euch das Fanal der Ehre der aus der Ruhestätte des Kriegers und beschafft euch das Fanal des Lichtes aus der Krypta der Unstätten und Uralten. So, Sprachfehler for the win. Ja, dann kann ja nichts schief. Neues Wissen. Aktiviere ich mal. Ich finde das cool, wenn die Säulen da so kaputt gehen, so im Gefecht. Mhm. Oh, ich glaube, da ist ein Wegpunkt. Doch man sollte sie ja, nicht könnte gut sein. Sonst sind es bald die eigenen ja. Lieder, die zwischen ihren ich aktiviere den mal. So. Ich schieß mal da ins Loch rein. Mach mal. So. Jetzt rennt mir die Lea hinterher. Oh. Kann ich nicht irgendwie kochen gehen oder so? Oder die Wäsche aufhängen? Tja. Aber nein. Die Frauen latschen einem immer hinterher. So. Ich frage mich gerade, wo ist denn die Ruhestätte des Kriegers? Ich denke mal weiter hinten, also so am linken Bereich. Ein Fellgurt. Oh, ich komme mal zu dir. Hm? Ich muss mich hier nur durch ein paar Gegner durchschnetzeln. Mach mal. Ja, ich habe gerade auch ein paar gefunden. Ui.
So ein paar Skelettbogenschützen. Ja, hab ich auch. Das war kein Problem für mich. Oh, da ist schon ein Ding. Hier müssen wir rein. Da gehe ich mit. Und wie wir da reingehen, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, ich würde sagen, wir machen hier nochmal eben die Gegner hier weg. Weil ja, die sind nervig. So. Oh, ein Goldgegner. Klaffwunde, Sklave Asmodan. So. Gegenstände. Abenteuerlicher zwei Händler, Händler des Bären. Komm, wir stellen uns jetzt hier vor. Jo. Und ich würde sagen, der Yugi Freak hat schon recht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Folge. Dankeschön fürs Zusehen, wie immer. Ciao, Leute.